Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Choreo-Video. Heute gibt's die Choreo zum Lied Warum feiern wir nicht? Das Video wird wie das letzte Mal auch für euch gespiegelt. Ihr könnt also direkt die Bewegungen auf der gleichen Seite wie ich mitmachen. Zum Schluss gibt's dann noch einen kompletten Durchlauf mit der ganzen Choreo, ohne dass ich mitspreche. Aber ihr werdet mich weiterhin sehen, dass ihr, falls ihr eine Bewegung vergesst, nochmal nachschauen könnt. Die Choreo basiert auf Gebärden der deutschen Gebärdensprache. Deshalb wird die Choreo recht statisch sein und wir werden viel mit den Armen arbeiten. Wenn wir den ganzen Text in Gebärdensprache übersetzen würden, es sehr viele Bewegungen wären und es wirklich schwer wird, dazu zu singen, werden immer nur einzelne Schlagworte, die besonders wichtig sind, mit Gebärden dargestellt. Bei der Gebärdensprache machen aber nicht nur die Hände mit, sondern auch der Gesichtsausdruck ist extrem wichtig. Und vor allem in der ersten Strophe, die von den Solisten gesungen wird, können wir hier wirklich unsere Mimik auch mit dazu nehmen, um die Gebärden mit zu gestalten. Starten wir gemeinsam mit der ersten Strophe. Sie fängt an mit, wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wäre. Schlagworte hier sind gedeckter Tisch. Wir haben zuerst den Tisch, da gehen wir mit den flachen Händen auf die Seite und dann nach unten. Das stellt unseren Tisch dar und der wird hinterher gedeckt. Ihr habt die ersten vier Takte, während der Solist diese Zeilen singt, Zeit dafür. Also wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wäre. Dann kommt die zweite Zeile, Schutz und Wärme, ein Zuhause. Wir können uns wirklich nicht beschweren. Da haben wir drei Gebärden. Wir haben Schutz, Wärme und Zuhause. Schutz, dazu machen wir Fäuste und stellt euch da wirklich vor, ihr seid ein starker Beschützer. Das ist die Gebärde für Schutz. Wärme oder auch Umarmung, legen wir die mit den Fäusten, kreuzen wir die vor der Brust. Und das Zuhause ist mit der flachen Hand ein Dach. Wir sprechen jetzt gemeinsam mit dazu. Schutz und Wärme, ein Zuhause, wir können uns wirklich nicht beschweren. Nächstes kommt, wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Hier machen wir die Gebärde für Freunde und für Nähe. Die Freunde nimmt ihr die linke Hand vor euch und greift mit der rechten darüber. Wie wenn zwei Leute Hände halten. Das ist die Gebärde für Freunde und Nähe. Nehmen wir die rechte Hand nach vorne und dann von hinten zweimal mit der linken Hand dagegen. Ich spreche den Text und wir machen gemeinsam die Gebärden dazu. Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Die letzte Zeile dieser Strophe heißt, wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. Dazu machen wir zuerst die Gebärde für Familie und dann die Gebärde für Wunder. Für die Familie macht man das F im Alphabet der Gebärdensprache. Dann nimmt man Daumen und Zeigefinger zusammen und die anderen Finger stehen so leicht ab. Und dann machen wir einen Kreis, der dann für die Familie steht. Das hier ist die Gebärde für Familie. Und das Wunder schaut auch wirklich, wie wenn vor euren Augen ein Wunder passiert. Machen wir eine Faust und öffnen sie. Das ist das Wunder, das geschieht. Ich spreche den Text und ihr macht mit mir gemeinsam die Gebärden. Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. Zum Abschluss der ersten Strophe mache ich das einmal für euch mit Musik durch. Versucht am besten gleich mal mitzumachen. Reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wäre. Schutz und Wärme, ein Zuhause. Wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. Jetzt sind wir auch schon beim Refrain angekommen. Da wir beim Refrain jetzt alle singen, wird es ab jetzt besonders wichtig, dass ihr mit euren Händen nicht bis vors Gesicht geht, sondern alle Gebärden schön unterhalb des Mundes macht. Die erste Zeile des Refrains ist, warum tanzen wir nicht? Hier ist also das Schlagwort tanzen und da dürft ihr einfach auf der Stelle, so wie ihr wollt, tanzen. Danach kommt lachen. Da macht ihr so ein
quasi wie einen lächelnden Mund. Und der wird dann unterhalb vom Mund ein bisschen nach oben und unten bewegt. Und hier auch unbedingt strahlen und lächeln, während ihr singt, um das darzustellen. Feiern, da haben wir beide Hände, aber in der gleichen Handhaltung. Und wir bewegen die von links nach rechts. Ich wiederhole die drei Worte nochmal für euch. Wir haben zuerst tanzen, dann haben wir lachen und dann haben wir feiern. Abschließend tun wir den Refrain und diesen ersten Teil des Refrains mit gemeinsam. Da öffnet ihr eure Hände und schließt sie vorne, die Finger so zusammen. Auch hier macht ihr wie bei der Familie einen kleinen Kreis. Die nächste Gebärde ist das Singen aus der Zeile Warum singen wir nicht? Da dürft ihr dirigieren in nicht schön. Das heißt, ihr macht einfach den Zeigefinger raus oder die Hände locker und dann wird hin und her gewedelt. Dann kommt das Beten. Da legt ihr die Handflächen aufeinander und die Geste kennt ihr vielleicht aus eurem WhatsApp-Chat. Die Hände aufeinander gelegt. Steht für Beten. Und dann kommt wieder Feiern und gemeinsam. Jetzt versuchen wir mal den Text zu sprechen und die Gebärden dazu zu machen. Noch in etwas langsamer und ohne die Musik. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Zum Abschluss von dem Refrain-Teil machen wir das Ganze nochmal mit Musik, versucht wieder mitzusprechen und die Bewegungen dazu zu machen. Tanzen, lachen, feiern, gemeinsam, singen, beten, feiern, gemeinsam. Jetzt kommen wir zur zweiten Strophe. Bei der Strophe singt ihr auch. Das heißt, achtet wieder schön darauf, mit den Gebärden unterhalb eures Mundes und eures Gesichtes zu bleiben. Der Text beginnt mit: Wir sind zutiefst geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. Die zwei Schlagworte aus dieser Zeile sind Liebe und Welt. Für Liebe nehmen wir die Handflächen, überkreuzen sie und legen sie dann auf unser Herz. Die Welt, da stellen wir den Kreis, also den Globus dar, nehmen unsere Hände und machen einmal einen Kreis. Hier besonders darauf achten, nicht zu hoch anfangen, dass ihr nicht vor eurem Gesicht seid. Weiter geht es mit: Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Hier machen wir König als eine Gebärde und für dargestellt nehmen wir die Gebärde von machen. Beim König machen wir mit unseren Händen so eine Schale, das wird unsere Krone, die wir einmal ein Stück absetzen. Das ist die Gebärde für König. Und machen, da machen wir mit beiden Händen Fäuste, halten die linke Faust still und mit der rechten klopfen wir ein paar Mal drauf. Ich spreche den Text dazu und ihr macht einfach schon mal mit. Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Und weiter geht es mit: Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit. Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit. Die letzte Zeile dieser Strophe heißt: Unfassbar unverdient Beschenkte sind Bürger des Himmelreichs. Dazu machen wir die Gebärde für beschenkt. Da nehmen wir die Handflächen auf die rechte Seite von uns und ziehen die zu unserem Körper. Also wir sammeln das Geschenk ein. Zum Abschluss gibt es dann noch die Gebärde für das Himmelreich. Da machen wir mit unserer Handfläche nach unten über dem Kopf einen Kreis. Achtet darauf, dass ihr niemanden mit dem Ellenbogen schlagt, dass da keine Unfälle auf der Bühne passieren. Sprechen einmal gemeinsam und machen dazu die Gebärden. Unfassbar unverdient Beschenkte sind Bürger des Himmelreichs. Jetzt sprechen wir noch einmal gemeinsam den ganzen Text ein bisschen langsamer und ihr versucht dazu schon mal die Gebärden zu machen. Und 5, 6,
7, 8. Wir sind zutiefst geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit, unfassbar unverdient Beschenkte, sind Bürger des Himmelreichs. Jetzt machen wir das gemeinsam noch mit Musik. Ich werde nur die Gebärden mitsprechen, ihr könnt ja vielleicht versuchen, ein bisschen mitzusingen. Liebe, Welt, König, Macht, Erlöst, Weib, Geschenk, Himmelreich. Jetzt kommen wir zur Bridge, der letzte neue Teil. Der ist zweigeteilt in ein O und ein M. Das heißt, bei dem O-Teil, da wird ja nicht dazu gesprochen, wenn dann der Chor nur noch M singt. Da gibt es unterschiedliche Varianten, das Vaterunser zum Beispiel zu beten in verschiedenen Sprachen. Da wird es noch ein extra Video dazu geben, wo das Vaterunser dann auch in Gebärdensprache zu sehen ist, dass vielleicht ein Solist, eine Solistin aus eurem Chor mitbeten kann. Während des ganzen Teils versuchen wir ein bisschen die Arme zu entspannen und machen deshalb als Grundschritt immer nur rechts, Tipp, links, Tipp. Das läuft die ganze Zeit durch. Bevor dann losgebetet wird, nehmen wir noch ein bisschen die Arme mit dazu. Zwar die ersten vier kommen die Arme nach oben. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's nach rechts und nach links und nach rechts und nach links. Jetzt verbinden wir das Ganze noch mit dem Schritt und dann geht's mit Musik weiter. Und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt geht es noch ein bisschen so weiter. Und auf die letzten vier nehmen wir umgekehrt die Arme wieder runter. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt die Bridge noch mit Musik. 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weiter mit dem Schritt. Our Father, who art in heaven. Wamasina nene narano. Wahene mra. Erade tu anjam shavan. Kama fi sama, kadhalika ala al-ard. Danos hoy el pan de cada día. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Xin chờ để chúng con bị cám dỗ. Et délivre nous du mal. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss kommt noch das Intro, also der Anfang des ganzen Liedes. Hierfür dürft ihr euch drei Gebärden aussuchen. Aus dem Lied, aus dem Vaterunser oder auch irgendwelchen anderen Gebärden, die ihr vielleicht irgendwo kennengelernt habt und die euch gefallen. Wir haben insgesamt vier Takte, also 2x8. Die ersten vier Schläge, der erste Takt ist Pause und dann kommen jeweils vier Schläge lang eure Gebärden. Sucht sie euch selber aus, meine sind nur Beispiele. Ich mache zum Beispiel Liebe, Applaus und gut, super, spitze, schön. Ich zähle einmal mit, bevor es dann zum Durchlauf kommt. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt zum Abschluss noch ein Durchlauf
wo ich nichts mehr sprechen werde. Der ist für euch als Test. Schaut mal, wie weit ihr schon kommt, alleine mit der Choreo. Versucht ein bisschen mitzusingen, aber ihr braucht keine Angst haben. Ich mache die Bewegungen weiterhin mit. Das heißt, wenn ihr irgendwo hängen bleibt, könnt ihr einfach kurz nochmal ins Video schauen. Viel Spaß! Wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wäre. Schutz und Wärme, ein Zuhause, wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. انجام شود. كما في السماء كذلك على الأرض. Danos hoy el pan de cada día. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sin chode, chunkan mi kamzo. Et diri pour nous du mal. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen möchtest, gibt es in der Infobox noch mehr Links und auch Informationen. Wenn dir das Video gut gefallen hat, dann darfst du uns auch gerne einen Daumen nach oben geben und deinen Freunden von uns erzählen. In den Kommentaren können wir direkt Kontakt zu euch aufnehmen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, damit ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank und be blessed!